So, jetzt kommen die beiden Namen Charaktere. Charaktere mit Namen. Die machen mir schon ein bisschen mehr Angst. Und ich bezweifle, dass wir die rekrutieren können, weil die halt die Gefolgsleute von der einen sind. Von der einen Schrulle. Ich übrigens immer noch da steht. Oder fliegt. Ich habe jetzt übrigens nicht nachgeguckt, aber... Ja, das ist ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen bedeutet kritische Trefferchance, ne? Ja, ich glaube nicht, dass hier jemand mit jemandem reden kann. Kann man irgendwie nachgucken? Egal. So, ich könnte jetzt... ich könnte jetzt da reinstürmen oder noch ein bisschen zurückgehen erstmal. So, wir müssen... mal sie markieren, damit ich immer weiß, wo sie ist. Die anderen den Kampf ziehen. Also der Typ ist eigentlich voll einfach zu erledigen, wenn wir ihn die ganze Zeit hier mit Fernangriffen bombardieren. So, du kannst nur ihn erreichen, von daher. Sie meine ich, verdammt. Machst du das mal? Immer erst die Charaktere von hinten auswählen. Weil bringt ja nichts dann, ne? Wenn ich erst die bewege und dann versperre ich für die alle hier den Weg. So, ich komme mit niemandem nach hinten ran. Okay. Der Typ dürfte eigentlich auch nicht so schwierig sein, ne? Sieht der Gegner in Kampf allein dieser Treffer minus 10. Oh. So, du verschwierst mir ja den Weg, Kollege. Ich könnte mit Wind den erledigen. Nein, kann ich nicht. Könnte mit Marv da reingehen und den Bündnis angefallen setzen und den voll fertig machen. Ich glaube, das wäre halt einfach sehr, ne? Ich mache einfach. Ich schaffe halt auch von hier irgendwo. Oh ja. War Korbschläge. Ja, egal. Ja, nur sie muss treffen. Ja, Supportpunkte. Perfekt. So, jetzt sind nur noch die beiden übrig. So, er kann ihn kontern, ne? Oh, er macht gar nicht so viel Schaden, sich gerade. Tut halt nur vergiften, das ist ein bisschen nervig. Okay, habe ich überhaupt genug Leute hier? Sie mich kümmern können. So, ich möchte dich da bewegen, damit du den Pegasus Ritter. Okay. Ach. Versuch. Du darfst die Braut jetzt küssen. Nicht so ganz. Ah, verdammter Dreck. Entschuldigung, hast du mich gerade verfehlt? So, okay, das könnte jetzt natürlich ein bisschen besser laufen hier, aber ich hoffe, ich verschätze mich hier gerade nicht so. Sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus gerade. Mache ich hier eigentlich? Hast du mir eigentlich Schaden? Gar nicht so viel Schaden, der Kollege.
Ich meine, ich werde den definitiv nicht treffen können damit. Oh, ich muss ihn erledigen. Das geht nicht anders. Der Typ ist saugefährlich mit seiner Crit-Chance. Ja, du machst mir jetzt 10 Schaden. Ich überlebe einen Angriff. Du doppelst mich nicht damit. Ich glaube nicht, dass Dings irgendwie was bringen würde, ne? Das Bündnis hier. Teleport, habe ich ganz vergessen. Aber nee, klappt schon so irgendwie. Aber so. Sieht aus wie eine Fusion von Hinata, das Fire Emblem Fates und Felix, das Fire Emblem Three Houses. Ja, übrigens Schwertmeister ist eine weiterentwickelte Klasse, habe ich das schon erwähnt. Ich meine, er ist jetzt glaube ich nicht so gefährlich. Oh Mann. Das Buch hier, ich sehe halt Gewicht von den Dingern nicht. Okay, ich muss hier reingehen und das hier einsetzen. Ich hoffe, er wird den noch erledigen. Sternlord Blitz. Engage. So, ja, geht nicht anders, ne? Schaden 24. Perfekt, genau. Marv, gib mir Kraft. Hat gerade noch so gereicht. Na, er zieht sich zurück. Ah, cool. Ich weiß nicht, dass ich mich verbessern kann. Was sagt man dazu? FP 491. Okay, ich weiß immer noch nicht genau. So. Ach, du hast einen Stahl durch, deswegen bist du so langsam. So, er dürfte eigentlich hier nichts töten können. Es ist auf voller AP oder. Ich rüste mal hier eine Leichtaxt aus, damit sie nicht gedoppelt wird. Jeder hier müsste eigentlich überleben, ne? Halt. Den Langspeer sollte ich vielleicht noch wechseln. Aber ich habe ja zwei Eiler noch. Das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass jemand hier vergiftet wird. Heilendes Licht, Stab, Fertigkeit. So, wie sieht es mit dir aus? Geschicklichkeit 10, 16, er wird gedoppelt. Aber er macht 12 Schaden. Passt. So, jetzt haben wir ja wenigstens, weiß ich nicht. Ich finde, wir sind noch relativ in Sicherheit hier gerade. So. Sie ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn hier jemand vergiftet wird, ne? Dann komme ich wenigstens irgendwie dazu, weil nicht die ganze Zeit mal Heiler einzusetzen, ne? Das ist gerade Erfahrungspunkte. So, auf wen gehst du los? Au, au. Trotzdem gedoppelt. So, solange jetzt Gift nicht 5-6 Schaden macht oder so, dürfte halt eigentlich ja klappen. Okay. Ist sie jetzt vergiftet oder nicht? Sie hat einen Totenkopf da, aber sie hat jetzt keine AP verloren. Cool. Okay, verdammt. Ich habe mich natürlich ja voll. Warum kommst du ja nicht auf uns los? Ich habe mich doch gerade in der Reichweite von ihm bewegt. Mann.
Okay, wo ist RT? Oh, ganz Stückchen da oben. Aber die stoppt ja ganz schön ab heute. Ich liebe ihre Siegespose so. Haha, Fistbump. Verdammt. Ah, ich hätte sie später bewegen sollen. 15. 3 Geschicklichkeit. 14 Schaden. 4 Schaden. Okay, sie überlebt hat locker. So. Ich könnte. Oh wow. Viel Schaden macht der hier unten. 18. 12. Okay. Kein Ding. Ich sollte viel öfter meine Dings hier einsetzen, ne? Meine Bündnisse. Egal. Ha! Eine leichte Brise weht. Okay, cool. Nicht schlecht. Buchposition 2. So, wie sieht's mit dir aus? So, ich darf den. Cool. Jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ich konnte ihn nicht ansprechen, ne? Aha. Du bist derjenige, der hier nicht treffen kann, Kollege. Ich würde sagen, fünf Schaden, mein Gott. 21 Treffer Chance, weil ich ihr Messer so hoch geballert habe. Ah. Ah, komm her. Nicht so ganz. Doch. Doch. Okay, ich wollte schon sagen. Stimmt mir ja nicht weg. Ich hoffe so insgeheim, dass ihr rekrutierbar seid. So. Alles wieder okay, Anna, kein Problem. Oh, er ist sogar jetzt ein Schwerteinheit, sehe ich gerade. Ach, weil er ein AP ausgerüstet hat, genau. Ja, bleib du mal da. Wird wahrscheinlich sowieso auf Etty losgehen, weil sie nicht zurück angreifen kann, aber kein Problem. Halt. Obwohl, kann es auf sie losgehen eigentlich. Ja. Ja, kannst du machen. Obwohl, nimmt sie jetzt nicht mehr Schaden wegen dem Gift? Verdammt. Ja, wird schon klappen, ne? 18 Schaden. Oh oh. 13, 26. Wie viel Schaden nehme ich denn jetzt mehr? Ja, nehme ich an, sehe ich gleich, ne? So, ich bleibe hier in der Mitte erstmal. Ich weiß, wann die sich bewegen wird. Wird schon klappen. Jetzt kommen die Magier. Ah, die laufen an mir vorbei, damit sie ja an das Ding dann kommen. Oh, dann jetzt bewegt sie sich im nächsten Zug. Okay,
Okay, ich glaube, das ist ein Stichwort für sie, dass sie sich bewegt, ne? Dreck. Aber sie kann uns nicht. Außer, ich sollte vielleicht mal abchecken. Wenn er jetzt angefangen, Gegner, sind sie einer, eine Waffenvorteil erleidet, sie Schaden minus 5. Den Kampf erwischt. Die Einheit den Angriff mit ihrer reichsten verfügbaren Waffe Reichweite. Oh. Das heißt, sie wird zu einer Lanze wechseln, nachdem. Das ist aber nicht nett. Okay. 18 Angriff. Ein Schaden. So, am liebsten würde ich ja erstmal alle Leute hier erledigen. So, wir kommen sowieso nicht mehr dazu. Was? Wie kann ich da reingehen? Hm, hallo? Oh, so. Okay. Wen muss ich denn hier erledigen? Mein ihn komme ich mit Clan erledigen, ne? 100, mein Gott. Warte mal, wenn ich einen Langbogen einsetze, kann ich dann noch weiter schießen? Nee. Was mache ich hier? Warte mal, wer hat Sigurd? Wer hat Sigurd? Wer kann sich hier? Du. Nee. Wer hat Sigurd? Wer kann sich hier über die halbe Karte bewegen? Du. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Wird das genau reichen? Das wird genau reichen, ne? Sigurd, aktiviert. Haben wir sie überhaupt schon mal? So, dann geht sie nämlich hier rein, ne? Sie wird einen Haufen Schaden von dem Magier bekommen. Aber der hat nur Feuer. So, du gehst da rein. Und dann mit dem Visier. Cool, Level 10. Sie wird definitiv der MVP. Oh mein Gott, was ist das denn? Level up. So, warte mal. Was ist eine Bewegung? Ach, da stand ja auch Bewegung. Das sehe ich gerade. 1, 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ich muss mich irgendwie bewegen, damit er mich von zwei Feldern angreift. 1, 2, 3, 4. Ja. Ne? Yep. So, dann gehst du hierhin. Mein Ziel ist natürlich wieder erstmal alles zu erledigen, bevor ich hier mich um Ivy kümmere, ne? Damit ich ja noch alle Erfahrungspunkte abgreifen kann. So, ich meine, da können wir auch direkt eigentlich. Sage ich ein gutes Stichwort hier, ne? Die Magier machen nichts an Schaden gegen ihn. Okay. Du musst weg da. Ah, ist auch blöd positioniert, der Typ. Das müssen wir noch dich erledigen, bevor du irgendwas veranstaltest, was ich nicht mag. Hat sie wieder, ach, sie hat schon wieder zwei Dinger. Okay, die wollen sich ja vorbeischleichen, habe ich so ein Gefühl, ne? Denken, ich merke das nicht.
Machen wir den hier. Einmal brechen die Knochen und Waffen und so, ne? Und dann kommt der Riesendolch. Warte mal, hier war glaube ich besser. Oh, zack. Also am besten wäre ja noch, wenn ich die Magie hier erledigen könnte, aber jetzt glaube ich nichts. Du kannst noch, ich meine, du kannst eigentlich auch wieder. Ah, jetzt kann sie ja von beiden ein. Nett. Tut sie mehrere Leute auf einmal heilen? Ich glaube ja, ne? Ah ja. Oh, what? Boah, ich liebe das. So. Jetzt nur einen hätte, der sich um die kümmern würde, das wäre perfekt. Ich meine, er könnte sich hier um die kümmern. Dann wird er von beiden getroffen, ne? Ja. Was können die mir denn schon machen? 18 und 18, das sind 11. Okay, klappt sogar, obwohl lang schwer. 6 Geschwindigkeit, 2, da passt sogar. Okay, mach mal so. Kümmern wir uns die. Er macht hoffentlich ordentlich Schaden gegen die. Auch noch jemand Heilung. Du, aber da komme ich nicht ran. Na, wenn ich Glück habe, kann er noch ihn ja anlocken. Nein. Nee, passt so. So, eigentlich, was wir alles hier machen müssen, ist ja eigentlich nur dieses Gebiet hier absperren, ne? Damit sie hier nicht durch kann. So, ich dann nachdenke, ne? Das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Dann dürfte die eigentlich nicht da vorbeikommen, oder? Ja. Okay. Los geht's. Ja, 11 Schaden. Und die sind im nächsten Zug auch weg. Ja. Oh, ich mache die aber nicht fertig, sehe ich gerade. Ist okay, Etty ist noch da in der Nähe. Mich da bekannt. So. Wenn er weg ist, was jetzt passieren kann, ist, dass der Pegasus von uns ignoriert, nach oben links, nach oben rechts rumgeht. Gott. Ich habe so wenig Resistenz. Okay. Der ignoriert uns einfach, das gibt's nicht. So, okay, ist genauso wie ich mir gedacht habe. So, das heißt, wir müssen mal einen Angriff hier überleben, würde ich sagen. So, was ich mache ist, ich habe schon gesehen, wie ich das mache. Und zwar mache ich einmal hier. Jetzt sehen. Hätte als Unterstützung. Und
Alles ist besser als irgendwie hier gegen die eine zu kämpfen, unsere Mutter, nachdem sie irgendwie ja 10 Reichweite hat oder so. So, hiermit bewege ich mich zwar in Reichweite, aber ich könnte mit dem Langbogen. Aber sie kann sich ja danach noch mal bewegen. Von daher, boom, noch mal bei den hier. Jetzt sind wir außer Reichweite. Haha. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch darauf achten, dass sie ja niemanden töten kann. Das ist das Einzige, auf was ich hier aufpassen muss. So, und du musst natürlich hier uns hier auf den Nerven gehen, ne? Das gibt's einfach nicht. Also ich merke da nicht, natürlich hier vorbeischleichen wird an uns. Das schaffst du nicht. Durch. So, wenn er sich hier bewegt, dann ja. So, dann haben wir noch mal. Oh. Dann noch mal dich um. Ah. So, das hat er gerade einen Shoryuken gemacht mit seiner Lanze. Royken. So, da ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Okay, ich muss jemanden hier platzieren. So, ich muss jetzt nachdenken. Weiß das Schlimmste, was passieren kann? Sie hat alle möglichen Sachen von Angriffen. Wie schnell ist sie denn? 9 Geschwindigkeit mit einer Meisteraxt. Ich bin mir ziemlich sicher, sie kann ihn erledigen, ne? Muss mir sie mal anschauen, ja. Sie hat genauso viel Stärke wie Magie. Okay. Sie hat eine 17 Magie Angriff. Das heißt. Aber ich weiß auch nicht genau, was ihr Dings hier macht. Ihr Super Angriff, ne? Hat sie auch bestimmt auch, ne? Oder? Ich sehe gerade Vorteil. Das ist doch ein klassischer Fire Emblem. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert mit deren Super Angriff. Egal, sie hat Magieangriff von 17. Das heißt, sie macht gegen ihn 14 Schaden zweimal, aber er steht neben ihn. Das heißt, er nimmt weniger Schaden. Und sie wird ihn definitiv nicht mit einem physischen Angriff hier erledigen können. Das heißt, er ist sicher. Er überlebt der Magieangriff. Verteidigung 10. Die Frage ist natürlich, ob die jetzt krittet oder nicht, ne? So, sie tut so oder so doppelt angreifen anscheinend wegen dieser Waffe. 19, 19, 18, 23 Angriff mit Dings, das heißt 13. Aber mit der Meister ist, er wird sogar einen kritischen Treffer überleben. Das heißt, er ist auch sicher. Cool. Das heißt, er ist der Einzige, der vielleicht hier Gefahr rennt zu sterben. Aber du wirst mich aber nicht mit der Meisterachs treffen können, oder? Ist doch unmöglich. So, was mache ich denn hier noch, ey? Muss ich ja auch noch machen. Ich muss irgendjemanden hier hinschicken, der halt überleben wird. Sieht aber nicht so gut aus. Ich nehme an, sie, ne? Ich weiß genau, was die macht. Ich gehe jetzt hier hin, ne? Und sie geht dann volle Möhre. Das ist alles, was ich machen kann hier gerade, ne? Sie hat genug Ausweich. Sie wird halt überleben. Aber Problem ist, ich kann jetzt eigentlich nur noch darauf hoffen, dass sie jetzt keinen kritischen Treffer macht. Das ist eigentlich das Einzige, was ich hier machen kann gerade. Was warte ich jetzt großes Opfer ein? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich wohl.
Weil John ist direkt in der Nähe. Wie viel werden ihn dann geheilt? Ja, ich werde mal sehen. Cool. Wow. Sehr cool. So, und jetzt hältst du einfach sie wieder hoch. Ich weiß noch, wie ich da drüber den Radiant Dawn immer gemacht habe mit Mikayas Opfernfähigkeit hier. Die ganze Zeit irgendwie Erfahrungspunkte zu farmen, das ist ehrlich gesagt nicht so eine gute Idee, weil sie braucht irgendwie Waffenfertigkeiten. In den früheren Fire Emblem war es so, je mehr, je öfter du eine bestimmte Waffe einsetzt, desto mehr Waffen Erfahrung hast du bekommen. Und für stärkere Waffen brauchst du eine höhere Waffenfähigkeit. Wenn man die ganze Zeit geopfert hat, um Erfahrungspunkte zu sammeln, dann kann man mit ihr nicht die stärksten Zauber benutzen. So, und sie geht auf ihn los. Okay. Okay. Damit kann ich leben. Du hast schon wieder voll eiskalt hier meinen Dings ignoriert. Mach ich dich eben fertig. Donk. Das Problem ist, sie ist ein bisschen außer Reichweite hier. Aber gut zu wissen, dass sie auf ihn losgeht dann. Anstatt, keine Ahnung, jemand anderen, der irgendwie ja es eher nötig hat. Das Problem ist jetzt aber, sie können jetzt die ganze Zeit kontern. Okay, da ist nichts an Schaden. Ah, jetzt kann ich sie nicht erreichen. Okay, ich habe eine Idee, aber das ist ein bisschen doof gerade, aber das fällt mir gar nicht ein. Zwar machen wir Folgendes: Wir verlagern mal, weil wir müssen sie irgendwie hier hinlocken, damit sie halt von hier kann ich sie nicht treffen die ganze Zeit. Was ich deswegen mache ist, ich packe meine Leute einen weiter hier oben. Okay. So, von hier aus ist sie nämlich ein bisschen mehr in unserer Reichweite. Oh, Teleportragner. Was soll's? So. Sie geht ja auf ihn los, ne? Na, immer noch. So, jetzt können wir sie besser treffen. Also mit irgendjemanden können wir auf jeden Fall treffen. So, oh, alle Leute haben sich gerade zurückverwandelt. So. Da macht ja nichts an Schaden. Und sie wechselt irgendwie zu einer anderen Waffe, ne? Das hat ja effektiv gegen. Ach ja, sie wechselt automatisch zu einer effektiven Waffe, ne? Uff. Was ist das denn? Geil. Ja, mach das bitte. Sag. Sehr cool. Am besten wäre jetzt, wenn du sie treffen würdest.
Macht er sogar. Cool. %. So, ein Ding abgezogen. Leibspeise. Ah ja, habe ich übrigens verkauft. Habe ich letztens bekommen wieder so eine durchs Kochen, ne? Habe ich verkauft. Ich benutze sie sowieso nicht. Ja. Die Ausweichchance zu dir. Okay, Yonaka. Mal Schwächen und so. Was habe ich getan? Die Ausweich. Ihre Ausweichchancen sind zu hoch. Das ist doch unnormal. So, wenn ich jetzt mit. Nee, sie geht auf dem Eistags. Ich glaube nicht, dass ich die einen Schlag erledigen noch. Okay, was ich aber mache, ist hier Langspeer einmal. Dann gibst du ihm den Langspeer. Dann stellst du dich daneben. Du stehst neben meinem Hauptcharakter, das heißt, du machst mehr Schaden. Boom. Dann kommt mein Hauptcharakter und macht die platt. Davor heilen wir uns noch. Ich kann nicht mal alle heilen, die hier sind, ey. Okay. Ah, komm, John. So ein Erfahrungspunkt wieder, Mann. Kann ich dich einmal angreifen, so für Erfahrungspunkte? Nein, du machst sie alle. Na Gott, was soll's. Na gut, dann geh du da rein und treff die auch. Ja, haut die noch nicht mal weg. Das gibt's jetzt nicht, Mann. Ey. Was ist mit der Eisenklinge? Was sogar weniger Schaden, was? Das gibt's jetzt einfach nicht, Mann. Na gut, dann machen wir eben so. Das heißt, Anna muss treffen gleich. Ich konnte nicht reden mit der, ne? Nehmen wir sehr stark an, nicht. Na gut, Anna, du musst jetzt treffen. Wieso stehen eigentlich alle Mädels auf mich, ey? Oh, du greifst an. Greifst du ihn eher an? Geht aber gar nicht. Das sollte helfen. So. Überleben wir noch einen Angriff? Aber ich möchte ungern Anna den Kill geben. Wen kannst du denn los? Also, wir haben noch Zeitkristalle. Ich meine, ich will so oder so jetzt hier gewinnen. Nee. Aber mal so, wir überleben noch einen Angriff. Den richtigen Charakteren. Er ist ja schon wieder drauf ankommen. Sollte eigentlich niemand drauf gehen. Oh, vielleicht doch. Da war ein Crit Shop. Ah.
Schon wieder kleiner, schon das zweite Mal hat er drauf gegangen jetzt, ey. Na gut, dann haben wir die eben mit. Dann haben wir ihm dich mit Anna weg. Tun wir sie noch weiter überleveln. Das ist ja natürlich ein kritischer Treffer machen, ey. So. Beim Clan schon wieder, ey. Er ist auch schon einmal verreckt. Oh, warte mal, hast du den Ring fallen gelassen? Ja, damit. Ah, oh, schon wieder 500. Sehr gut, Anna. Das zweite Mal hat sie durch den Boss ja Dings bekommen hat, Geld. Und ja, Etty macht Sinn. Ja, Etty hat eine Menge Gegner erledigt. Okay, Vorkampf hier. Okay, cool. Das war, ja, bis jetzt sind die Kapitel noch relativ einfach. Genology? Weiß er nicht, Tracer? Oh, Leif. Oh, so schön, die Fire Emblem 4 und 5 Charaktere mal in High Definition zu sehen. Tracer 77, 776, eines der schwersten Fire Emblem überhaupt. Leaf, okay. Einfach nur, weil er so brutal Funktionen hat, ein Spielmechaniken. Charaktere können erschöpft sein, das heißt, man kann die nicht zwei, drei Mal hintereinander in ein Kapitel benutzen. Das ist voll dämlich, ey. ダメです。国境に行くことは考え直してください。子が親を守ろうとするな。気になってはいたのだ。前から多かったことが最近特に顕著なことだ。何を恐れている？ 敵か国が制されることか、それとも王を失うことか。王を、いえ、父上を失うことです。兄上、私は幼い頃より次期国王だと、モリオン王亡き後ブロディアを支えるのだと言われ育ちました。幼き頃よりずっと父上がいなくなった後を考え生きてきた。 しかし、邪竜が復活し、戦が大きくなり、その未来が目前に感じられるようになり、私はそれが恐ろしいのです。大丈夫だ、ディアマンド。死んだら死んだで、どうにかなる。父上、お前はわしを信じておらんのか。わしは信じているぞ。わしがいなくとも、この国は平気だと。 Der Typ ist viel zu cool, als dass er noch am Leben bleiben.
ユーカンにも呼びかけている。俺に王子にのはブロディアとしてどうだ。こちらは何度もイルシオンに攻め込んでいたのに、呼びかけられた途端に隠れてはただの卑怯者だ。良いかディアマンド。わしはユーカンに戦い散ることは怖くない。それよりも恐れをなして逃げたと吹聴されることの方がよほど恐ろしい。 お前はどう思う、スタルク？はい。わしに加え、さらにディアマンドに何かあったら、お前が国を治めるのだぞ。ペルシーの悪夢。スタルクにそのような話は、そんなことにはなりません。兄上は僕がお守りしますので、必ず。スタルク。うむ。その息はよし。 さあ、それは武力の国に恐れなど必要ない。恐れをなして進むことを怠れば、それはもうブロディアではないのだ。というわけで、わしは国境に行く。仕方がありません。私も覚悟を決めるしかないですね。参りましょう。皆で国境へ。 Zeigen wir ihnen, wie die Bros hier regeln. Stimmt, darüber habe ich auch noch gar nicht nachgedacht. Unsere Mutter könnte sich auch verwandeln. Ja, was das angeht. Da ist mir noch gar nicht aufgefallen. Vor allem seine Klasse ist auch irgendwie Drachen, Junge. Ne? Also war ein bisschen offensichtlich. Da, oh. Direkt mal spenden. Stimmt, dadurch kriegen wir Geld, ne? Durch die Hauptmission. So, ach ja, jetzt muss ich ja wieder. Ja, mit der haben wir noch nie geredet. Ja, warte mal. Ember und Diamant. Und Dings haben wir auch, ne? Live. Leave. Oh, eine Axt, okay. Kein Schwert. Ich meine, wäre ein bisschen doof dann, ne? Jeder hätte dann hier ein Schwert. Schwert und Magie. Schwert und Lanze, Schwert, Lichtmagie, Waffenschild. Und ach ja, habe ich ja gerade alles gesehen. Ring von Genology. Ist das nicht Sigurd sein? Weil er kommt aus Genology of the Holy War. Leif kommt aus Thracia 776. Was übrigens die Zeitrechnung ist, ne? Zeitrechnung ist irgendwie im Kalender dieses vom Spiel, deswegen hat er so einen komischen Namen. Thracia 776, das ist irgendwie die Zeitrechnung in dem Spiel. So. Also ich dachte, ach ja, stimmt. Oh, neue Leute, Bruderschloss ist ein architektonisches Meisterwerk. Aber letztendlich ist ein Schloss nur so widerstandsfähig wie seine Soldaten. Göttlicher, hört mein Gebet. Möge Brodia siegreich sein, unser König triumphierend zurückkehren. Sobald die Vorbereitung abgeschlossen sind, begeben wir uns unverzüglich zur elysianischen Grenze. Die Zeit ist endlich gekommen. Sobald die Vorbereitung abgeschlossen sind, begeben wir uns direkt zur Grenze. Das ist soweit von offensichtlich, dass der auch Dings hatte. Ein Regen, und zwar den von Roy. Ich prüfe gerade, ob hier irgendwas beschädigt wurde. Auch ein einfacher Riss in der Wand könnte in der Schlacht verheerend sein.
Ist er deutlich stärker geworden. Ups. Okay. Okay, ich kriege auch von Leuten, die nicht im Kampf dabei waren. Dann verstehe ich nicht, warum manche Leute hier mir was geben, manche nicht. Ist halt einfach nur geskriptet. Ich nehme an, ja, ne? Habe diesen Charakter am Leben zu diesem Zeitpunkt. Dann bekommst du was Schönes. Dann können wir gleich heute noch im Somniel schon mal einiges erledigen. Ihr seid der Wärme Gott. Es ist so aufregend, euch zu treffen. Ich kann gar nicht aufhören zu zittern. Oh, ich bin Ember. Pff. Ich langweile mich. Kann ich mal wieder kämpfen? Nein, Wanda, du bist schon outclassed. Außerdem klaust du uns alle Erfahrungspunkte. Macht 65. Na, so outclassed ist er eigentlich noch nicht. Er ist immer noch stärker als mein Hauptcharakter. Ich habe letztens irgendwie Wert verglichen. Mein Hauptcharakter ist auch nicht so stark irgendwie. Aber ist auch schon Level 10. Halt, du hast irgendwie voll abgeräumt. Von redest du? Unsere Abenteuer in Brodia sind dann also noch nicht vorbei, nehme ich an. Ne? Für eine Weile jedenfalls. In einer Schlacht mit Illusia. Ich kann nicht zulassen, dass mein Vater und Bruder etwas passiert. Ich muss mich konzentrieren. Okay, das heißt Illusia hat Ivy, ne? Hieß sie so? Ivy, ne? Und sie wird sich auch irgendwann uns anschließen. Ganz eindeutig wegen dem Intro, ne? Die zwei Typen haben wir schon in unserem Team. Es ist offensichtlich, dass die beiden Mädels sich auch noch anschließen werden, ne? Also Ivy und hier die eine, die Ike hier als Ring hatte im Intro. Ich nehme an, sie ist dann von dem letzten Kontinent, den wir noch nicht, von dem wir noch nichts gesehen haben, ne? Es kommt nicht vor, dass wir Außenseiter unseren Schloss von innen sehen lassen. Für Verbündete wie euch machen wir eine Ausnahme. Jetzt, als ich weiß, dass diese Heilfähigkeit hier, als ich gesehen habe, dass ich hier irgendwie mehrere Leute auf einmal heilen kann und dass ich für jede Person anscheinend Erfahrungspunkte krieg, das ist also super gut zum Hochtrainieren, ne? Gut, ja, bitte schenkt Brody eure Segen, auf dass wir gegen unsere Feinde antreten. Ja, ne, ich könnte eigentlich Wanda dann Dings geben. Ich könnte Wanda hier Mikaya geben, damit er heilen könnte. Dann kann er hochleveln. Nett. So, wir haben ja alles, ne? Ich merke gerade, sind ja keine Tiere. Nee. Keine Tiere hier im Schloss. Hm. So, wir haben mit allen geredet, ne? So, gehen wir erstmal zur Weltkarte. Und guck mal, was uns hier noch so erwartet, ne? Cutscene. モリオン様、ディアマンド様、スタルーク様、我らブロディ工場兵に行ってくる。行ってまいります。挨拶は済んだようだね。行きましょう。イルシオン王国との国境に。 Aber erst in der nächsten Folge. Cool. Wir haben zwei neue Charaktere. Oh, das ist ein riesiger Weg. Na schön, wir müssen nach Illusia. Da unten sieht aber auch aus, als wäre da irgendwas. Grenzfestung. Klassenbasis Level 10. Spenden Level 2. Gemeinsam mit König Morion stellt sich die Armee des Würmgolds König hier an 10 Herausforderungen.
Kann ich irgendwie rauszoomen? So, irgendwie konnte ich genau rauszoomen da. Okay, cool. Sonst hat sich hier nichts. Das ist ja nichts, ne? Keine Nebenquest oder Paralog oder irgendwie sowas. Na, dann gehen wir noch kurz zum Somniel, machen einige Sachen schon mal hier, ne? Was ich zum Beispiel machen kann, ist hier mein Gockel, ja, mein Haustier, kann ich zum Beispiel. Ich glaube, da war kurz davor, irgendwie diesen Ring hier komplett zu füllen. Diesen Zuneigungsring oder was auch immer jetzt sein soll. Du kannst nun angeln. Okay, laden neue Ware, Arsenal neue Ware. Angeln. Okay, sieht aus, das können wir noch was abchecken. Ich habe neue Ware bekommen. Zeig her. Ein paar Kritwaffen bitte. Panzerbrecher. Rittertod, Eisenwurzlanze. Stabachs, Langbogen. Donnerwind. Ein Kart. Vergiftet getroffene Gegner auf in Nahkampf. Aber Eisendolch ist doch genauso stark. Was? Warum sollte ich jemals, ach, weil er 10 Crit hat. Okay. So, wir tun natürlich aber erstmal. Natürlich erstmal hier spenden. Mal, warum nicht, ne? Nächster Level. So. Oh, Wodau. Felsenlinie. Oh, ein Wodau. Oh. Ich liebe es. Ja, aber die restlichen werden wir ganz. Kann ich auch gar nicht. Habe ich genug Geld. So, dann gucken wir mal hier. Bevor ich es vergesse, ich vergesse es die ganze Zeit, ne? Ich mache mir mal, warte, bei den Laden sollte ich vielleicht auch mal abchecken. Was haben wir denn hier? Oh, Teleport. Jetzt haben wir Meistersiegel. Blockieren. Oh, ich kann jetzt unendlich kaufen, cool. Pflege, Erneuerung. Die Namen sind irgendwie komisch. Fortschritt, warum nicht Teleport? So, ich tue jetzt als erstes hier in die Grotte gehen, weil ich mal sehen will, was passiert, wenn wir den hier füttern. Und da reicht auch, wenn ich den schon streichel, ja, ne? Max. Na, was bringt mir jetzt? Verwandle ich in einen Verbündeten. Gar nichts. Ich glaube, ich habe neue Kleidung für den gerade freigeschaltet, ne? Nö. So, aber noch angeln. Hier schon auf der Karte. Ich wusste, irgendwann können wir ja angeln. Übrigens, mehr die Armee muss ja wieder hier scannen lassen. Ein paar habe ich irgendwie, weiß ich nicht, hier so ein paar, weiß ich nicht, Essensklamotten so bekommen. Wo seid ihr zum Angeln hergekommen? Fischlexikon. Sinnforelle, Bonusspezies. Angel. Ihr seid sicher enttäuscht, dass ich derjenige bin, der euch begrüßt. Tut mir leid, ich gehe und suche Diamant. Du kannst den Teich angeln. Wirf mit A den Köder aus, wo es dir gefällt. Acht besonders auf Wellen. Sie weisen auf große Fische hin. Der Schwimmer vollständig eingedockt, damit der Fisch anbeißt.
Wenn der Fisch an der Leine in eine bestimmte Richtung zerrt, neige ich die Schnur einzuholen. Okay, wiederholt. Oh. Okay. Einfache Angel. Mit Zombie angeln. Ja. Hier sehe ich was. Okay, einfach nur mashen. Ich dachte, ich muss irgendwie was anderes Kryptisches machen. Glotzadi, ne? Ein kleiner Fisch aus Firen, der zum Selbstschutz im Schwärm schwimmt, leicht zu säubern. Na, warum nicht? Ich sehe dich. Wieder eine Aktivität, die ich offscreen machen kann. Ja. Zack. Einfach nur mashen. Noch der Glotzadine. Okay, cool. Nein, lass dich mal auf Screen. Okay, was noch? Ringkammer, ich vergesse es jedes Mal. Bevor ich das vergesse, einfach da reingehen. Ich mache einige andere Sachen, machen wir dann beim nächsten Mal. Na, oh, guck mal, jetzt wird das ja ganz schön bunt. Bandringe erstellen. So, wir haben noch keine von hier. Also warte, ich habe genug Punkte. Nein. Obwohl, dann gehen die super schnell weg. Und ein paar Fire Emblem 5 Charaktere. Ich kenne nicht so viele Fire Emblem 5 Charaktere. Alwyn sagt mir nichts. Ich habe das Spiel nicht. Ich habe es mal versucht zu spielen irgendwann. Das Spiel war so brutal. Marita Charaktere sagen mir alle gar nichts. Das war schon ein bisschen mehr, als ich das letzte Mal gespielt habe. Finn, hey, ihn kenne ich. Er war erst mehr oder weniger so der Wander von diesem Spiel. Nur besser. Und ist einer der Hauptcharaktere aus dem vierten Teil auch. Sein. Ja, er ist auch einer der. So. Vor allem im 6 haben wir auch noch keine. So. Gonzales, bitte. Volt. Gonzales. Lou. Könnt ihr mir mal ein paar seltenere geben? Die sind alle Müll. Also nicht die Charaktere, aber die Ringe. Cecilia. Machen wir mal so viel, wer von ihnen 5 haben. Ich habe so viele von diesen Punkten. So, Rutger. Oh, Mimidone. Eine der stärksten Charaktere. 4. Oh, die vielleicht Tochter von Lin. Gibt keine genaue Canon in den Spielen, aber ja. Sof, Mikayas Halbbruder. Oh, so Platinum. Sof S. Kann die KP der Gegner auf 1 reduzieren. Warte, was? Die haben Fähigkeiten? Was? Das ist ja gar nicht mal schlecht dann. Noch haben wir noch einen von Fire Emblem 5. Das ist ja echt Gacha dann. Shiva.
Das ist auch ein Schwertkämpfer, wenn ich mich irre. So, sehr gut. Ich habe ja mehr von diesen Platinium-Ringen. Wenn es geht, wenn die mit Effekten dazu kommen. Edlin, hey, das ist Lives Mutter. Und ja, Fire Emblem 5, Fire Emblem 4 und 5 sind wieder da miteinander verbunden. Fire Emblem 4 spielt in zwei Generationen. Die erste und die zweite. Daedra, das ist ich glaube Sigurds Frau, ne? Sigurds Geliebte. Okay, Fire Emblem 1 hat eine eigene Geschichte. Fire Emblem 2 spielt auf Jenny. Hey, die Echos. Das sind die Porträts von Echos. Ja, macht Sinn, ne? Das Remake. Fire Emblem 1 ist halt eine eigenständige Geschichte. Konrad. Fire Emblem 2 spielt in derselben Welt, aber auf einem anderen Kontinent, glaube ich. May. Best Girl. Fire Emblem 3 ist eine Fortsetzung und eine Nacherzählung von, oh, das ist der Avatar aus dem, ich glaube, 12. Teil, was ein Remake von Fire Emblem 1 und 3 ist. Fire Emblem 3 spielt einmal nach Fire Emblem 1. Merkt den aber schon. Und das ist mehr oder weniger ein Remake, was auch eine Fortsetzung ist. Man kann irgendwie Fire Emblem 1 in Fire Emblem 3 spielen und dann noch eine Fortsetzung. Was weiß, zwei volle Spiele sind. Fire Emblem 4, wieder neue Geschichte, neuer Kontinent, neue Charaktere. Fire Emblem 4 spielt in zwei Generationen. Also die erste und die zweite Generation. Sigurd ist der Hauptcharakter aus der ersten Generation. Dann passiert was mit den Hauptcharakteren. Nur zu spoilern, die werden zum Barbecue eingeladen. Spoiler. Und in Arena kann man auch noch, ne? Ach, Unterstützung muss ich auch noch machen. Und ja, dann wechselt das zur Generation 2, wo man Sigurds Sohn spielen kann. Und die Kinder von den anderen Fire Emblem spielen. Da sehe ich gerade, ist auch noch jemand, der mit mir sprechen will. So, und Fire Emblem 5 spielt in der zweiten Generation von Fire Emblem 4. Also auch gleiche Story noch, mit anderen Charakteren halt noch. Und so. Ja, wann das erlaubt ist, mich um den Obstgarten. Ach, Unterstützungsgespräch ist das, ja. So, Fire Emblem 6 ist wieder eigenständige Geschichte. Fire Emblem 7 spielt vor Fire Emblem 6. Also Fire Emblem 6 ist Roy der Hauptcharakter, Fire Emblem 7 ist Roys Vater und zwei andere Lords noch der Hauptcharakter. Fire Emblem 8, komplett eigenständige Geschichte, ohne Fortsetzung oder so. Fire Emblem 9, das ist die Story von Ike. Wieder komplett neue Geschichte, neue Welt und so. Fire Emblem 10, Fortsetzung von Fire Emblem 9, wo Mikaya die Hauptcharakterin ist. Fire Emblem 11 und 12 sind Remakes von Fire Emblem 1 und 3. Fire Emblem 13 ist Fire Emblem Awakening, was in derselben Welt von Fire Emblem 1 spielt, aber auch wieder andere Charaktere hat. Bis auf 1, 2. Ja, da ist der Hauptcharakter Crom und Lucina von Smash Bros. Dann kam Fire Emblem Fates raus, komplett neue Geschichte, neue Charaktere, da kommt Corrin her. Ah ja, Robin kommt aus Awakening. Dann kam Fire Emblem Echoes. Ich weiß jetzt nicht, warum ich ja gerade die komplette Story von Fire Emblem zusammenfasse, aber egal. Dann kam Fire Emblem Echoes. Fire Emblem Echoes ist ein super geiles Remake vom zweiten Teil. Und da kam Fire Emblem Three Houses. Wir haben neue Geschichte, neue Welt und all so hat. Und jetzt spielen wir das hier. Also, das hier müsste der 16. oder 17. Titel sein, glaube ich. Eine Fire Emblem Serie, was irgendwie schon krass ist. So, Unterstützungsgespräche machen wir mal. Dann vielleicht mal trinken. Meine Kehle fühlt sich nicht heiser an, aber ich habe gerade gemerkt, ich habe noch nichts getrunken. So, so.
Ich glaube, er hat gerade gesagt, das ist eine schwere Frage, ne? Musukashi bedeutet doch, glaube ich, schwer, oder? Ich würde alles bei sie lernen. Mochiron bedeutet natürlich. Muss mal wieder weiter üben. Tut das sehr gelegentlich mal wieder ein bisschen Japanisch lernen. すぐにやめてくださいね。もちろんです。神龍様、僕だって彼女に不快な気持ちにはさせたくありませんから。それを聞けて安心しました。では、別に僕は待ってみ、ね。はい、神龍様、ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。いや、mir einige Stalker in diesen Spiel, ne? Einige viele Stalker. So, und Clan und Louis. Okay, gar nicht so viele. Das sind immer irgendwie die gleichen Charaktere, ne? Zweimal Louis. Bist du Callum? Du hast einfach mitten aus dem Nichts aus. Niemand sieht dich, weil du so eine dicke Rüstung an hast. アルフレッド王子に誘われたんだ。筋肉鍛錬を一緒にやらないかってだけど、2人きりで会うのって初めてだし、なんか緊張しちゃって。2人きりなんですか？そうだよ。俺は1人でもなく大人数でもない。2人きりで筋肉鍛錬。 Wie kann man denn nicht alleine und nicht in der Gruppe trainieren? Na, mit einer Person? ルイさん、もしよかったら僕の話し方とか見てもらえない？ルイさんをアルフレッド王子だと思って話すから、気になったところがあったら助言してほしいんだ。ええ、もちろんいいですよ。 Ich tue nur andere Leute beobachten, wenn sie nichts dagegen haben. Ich habe also Top-Manieren. So, wir haben eigentlich alles erledigt, ne? Alles andere kann ich ja nächstes Mal noch machen. Ich gehe noch in die Arena einmal. Sehen wir mal. Jemand John. Aber ich will mal jemanden ja in die Arena schicken, der vielleicht Chancen hat zu gewinnen, weil John läuft nicht so gut. Da kann ich ihn lieber irgendwie heilen lassen und so. Er ist nur Level 8, Mann. Na gut, ich kann eigentlich jeden hier einen Stab geben. Ach, weil sie keine Waffe hat. Was machen wir beim nächsten Mal, oder? Ja, vielleicht mache ich das offscreen, keine Ahnung. Ich mache aber beim nächsten Mal. Part ist schon lang genug. Und da sage ich, das war's für heute. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ich werde im Sommer so gut wie alles erledigt haben, bis auf ein paar Sachen. Und ja, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, wenn es dann weitergeht. Und wir gucken, wie es hier mit unserer Schlacht gegen Illusia weitergeht, ne? So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.